Und herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Spiel Medieval Dynasty. Wir sind heute voraussichtlich am vorletzten Tag unserer klassischen Sommerzeit. Dann würde der Herbst losgehen. Die Mädels stehen schon wieder rum und babbeln und babbeln und babbeln. Hallo Lugada. Na, meine Glückgada, entschuldigen Sie mich. So, was müssen wir tun? Erstmal trinken wir mal was. So. Heute soll der Tag der Tage kommen und mal gucken, ob wir eventuell ein Pferd kaufen können oder ein Haus bauen. Ja, das Drama des mittelalterlichen Menschen, kaufen wir ein, auf die Frauen fertig zu machen. Kaufen wir ein Pferd oder bauen wir ein Haus? So, wie sieht es mit Essen aus? Essen haben wir nicht mehr, ein bisschen noch Schrott hier drin, okay. Okay, lass uns ein bisschen was essen, das ist natürlich Quatsch. Wo sind wir hier? Fleisch haben wir, wir brauchen Fleisch. Oh mein, gebratenes Fleisch. Das ist gut. So, lass uns mal was probieren. Mahlzeit, 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 Mahlzeit und... So. Gut, genau gepasst, als wenn es abgezählt worden wäre. Haben wir nicht. So, wie sieht es aus? Was haben wir noch im Rucksack? Haben wir noch Ton? Habe ich was gesehen? Tonbewurf. Ja, gut, super. Dann brauchen wir ein paar Putzer. Das verputzen wir nicht. Wir haben ja gesagt, dass wir die Häuschen hier verputzen. Okay, das ist alles verputzt hier. Hier sollte da vorne. Der Stall muss verputzt werden. So, müssen wir mal Pferd kaufen. Ha, unser Häuschen, das darf ich hier. Es gibt bessere Plätze, ich weiß. Mal gucken wir mal, dass wir gerade den Fleischsand bekommen. Oh, wir haben schon wieder zwei Problemfälle. Das ist fertig. So. Das hier, das wäre alles fertig. Das muss man jetzt Kalk schneiden. Ah, das ist auch ein Haus. Okay, das war's dann eigentlich mit. Ne? Lass uns noch mal schauen. Ja, es sind alle Häuschen verputzt. Läuft die Fischerbude. Hier unten haben wir noch Kalksteinbedarf. Okay, das ist alles fertig. Hier ist auch Kalksteinbedarf. Ach nee, das haben wir noch zu machen. Genau. Bisschen mehr hier anscheinend. Ich habe hier zwei. So, hallo, grüß dich. So. Was eine Logik. Hallo, grüß dich. Na toll. Okay, haben wir eine Schaufel in der Hand? Haben wir nicht, aber wir haben noch Stöck und Stroh. Gut, die packen wir mal wieder rüber. Vermutlich fehlen wieder Stöcke und Stroh. Das übliche. Stöcke und Stroh. Machen den Arbeiter, ne, Stöcke und Stroh, machen den Arbeiter froh. Und den Steinmetz hätte ich jetzt nicht drüber legen. Brennholz haben wir ziemlich viel, das Gewicht ist okay. Eimer haben wir auch noch einige. Den Stroh, das Stroh packen wir noch rüber, aber ein Steinmesser, eins brauche ich auch. Holzschalen haben wir einige. Holzstämme, 56, okay. Okay, Steinmesser. Kohlsamen, Leingarben, Leinsamen. Ja, da können wir wieder pflanzen. Ne? Ja, das Zeug, Leder haben wir sehr viele. Sehr viel Münzen, 4000, das ist immer gut. Warum liegt das da drin? Mein Steinmesser, so, wir können einiges verkaufen, meine Damen und Herren. Cool. So. Lass uns mal gucken, wie viel Geld wir haben, ne, würde ich mal sagen. Das Pferd brauchen wir ja noch. Oh, oben ist noch ein Problem. Und mal gucken, wie viel Geld wir noch übrig haben. Die Kleine, nimm mich ruhig, bin ruhig. Wie geht bitte noch angeln? Puh, pass auf, dass wir nicht runterfallen.
in die Kiste gucken, da haben wir 10.000, das heißt, wir haben 13, knapp 14.000 an Geld. Wisst ihr was? Okay, mein Schärfe, Schäfe, Schafe. Ich sag, geh weg, lass mich raus, Punkt, lass mich weg. Ich will hier raus. Wie komme ich jetzt hier raus? Gibt's denn sowas? Der steht vor der Tür. What's next hier? Soll ich jetzt warten, bis du vor die Tür gehst oder was? Geh weg, lass mich raus. Mama. Kann ich schlafen? Nee. In 9 Stunden. Genau, ich könnte das jetzt kaputt machen. Oh Mann, Bubsche, geh weg. Halt. Irgendwann habe ich was gesehen. Genau. Gut, okay. So. Was gibt's denn? Wie komme ich jetzt hier raus? Bub, auf der Seite. Komme ich ans Fenster? Der ist so klein, den sieht man nicht. So. Und schon mal Glück haben, erwischen wir den. Willem hat uns eingesperrt. Gehst du? Bub, geh weg! Lass uns mal in diese andere Perspektive greifen. Natürlich V, ne? Nee, C. Das war nochmal die. Genau. Was mache ich denn jetzt? Erstmal gucken wir mal, was ist das Problem mit der Fahne? Der Bub hat uns ausgesperrt. Ich wäre narrisch. So, in der Scheune brauchen wir Material. Okay, langsam haben wir allergische, das habe ich gesehen, das ist gut. Dann stellt ihr bitte Dünger her. Genau. So. Damit müsste das erledigt sein, der Fehler müsste gleich weggehen. Wenn jetzt der Bub noch weggehen würde, wäre ich glücklich. Genau. Das ist natürlich ein Problem. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich ihn so zu sehen, wenn ich jetzt diese Perspektive aufrufe. Ja, er ist weg. Wo ist er? Wo ist er, Lausert? Du warst es? Willem. Ja, du sollst es haben. Gib mir mal die Beere. Vielen Dank. Du hast mich ausgesperrt. Du hast den Vater ausgesperrt. Also, Leute, die Jugend von heute. Guter Name, ne? Die Jugend von heute für dieses Spiel. So, Ton haben wir, wenn ich jetzt hier etwas hinbauen würde. Mal gerade schauen, was wir noch alles bauen können. Tam, tam, tam. So, lass uns mal gucken. Häuser ist geklärt. Gewinnung. Kräuterhütte, die wir upgrade. Holzschuppen, Brunnen haben wir schon. Die Mähne. Ja, die macht hier überhaupt keinen Sinn. Und der hier. Grabungsschuppen. Den haben wir ja schon. Dann gibt es nur eine Stufe. Gut. Das heißt, hier haben wir nichts mehr zu bauen. Landwirtschaft. Die Windmühle. Ja, die Windmühle, was für Platz brauchen die? Überlegen wir mal, wenn wir die Windmühle, ich weiß nicht, wie groß das Ding wird. Ne? Wir wissen, wo wir die Windmühle aufbauen könnten, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Okay, dann lassen wir hier gerade so einen Strich durchziehen, dass das ein bisschen ordentlich wird. Genau. So, hier auch noch. So, da hat sich das auch erledigt. Schöner Weg jetzt hier so. Genau. So, dann wollen wir nochmal gucken, wie es jetzt hier mit aussieht. Und Dung haben wir wieder viel. Futter, Tierfutter. Ich will drüber. Na du Esel, ich meine dich. Ich muss alles persönlich nehmen. Der Bub hat mich ausgesperrt. Ist das sowas? Komm ihr Schweinchen, was habt ihr für Sauerei wieder gemacht? Ja.
gespannt, ob das noch ausreicht, unser Tierfutter, bis der Harper fertig ist. So, da haben wir 35, das ist ein bisschen wenig, ne? Oh, wir haben eine Wutz mehr. Wir haben 4 Wutze. Oh, das ist gut, wir brauchen Tierfutter. Leute, wir brauchen Tierfutter. Ah, der Hafer braucht noch ein bisschen, ne? Schau mal kurz schon mal rüber, was wir haben. Wir haben Hafer. Dann brauchen wir Roggen, glaube ich, war noch dabei, ne? Tierfutter, Roggen. Da haben wir einiges, ne? So. Okay, lass uns mal gucken, was wir noch haben. Stroh, ne? Oh Mann. Der Bub hat nicht ausgesperrt. So. Genau, wir brauchen Haferkorn. Aha. Anzahl von dem Zeug schon. Wo haben wir jetzt auch bekommen? Super. So, lass mich mal hin, braucht Tierfutter. Ah, Tierfutter. 3 Stück. Wenig. Ja, wenig. So, genau, Dunhersteller. Stelle ich mir das her aus Dumm, ja. Ja, das ist schon ätzend, ne? Wenn man überlegt, was wir jetzt an Dünger haben. Und dann gucken, wer verkauft mein Schwein, ne? Wer verkauft nicht gerade mal so ein Schwein? Genau. So, und du kannst gleich wieder hin, Mama. Der Bube hat mich ausgesperrt. Schwännerisch. Mohn, haben wir Mohn, Mohnsamen, alles gut. So, Kaffee erschaffe, gehe los. Wir haben 3, 4 Leute, was macht er hier? Dobrovit. Was macht der Dobrovit? Dobrovit, mein Freund, ich helfe da. Hat nichts zu tun im Moment, ne? Die Leute haben in der Scheune drin. Was ist denn hier schon wieder los? Tierhaltung? Ja, und vielleicht haben wir nichts an. Ja gut, wir sind angestellt, ja. Okay. Da haben wir ja nichts zum Entstellen, ne? Würde ich mal sagen. Guck mal den Dobrovit an. Dobrovit, wo bist du noch gut, mein Freund? Du bist ziemlich gut in dem Bereich. Ich kann nicht sogar in die Produktion und sagen, ich habe nichts zu produzieren. In der Jagd ist er auch einigermaßen, ja, okay. Lass mal gucken. In der Jagd haben wir Jägerhütte 2, ne? So. Da haben wir den schon eingesetzt, die Rosalinda. Die ist auch ziemlich gut in Landwirtschaft. Da können sie auch gern bleiben. Hier, Meta, der Holzfäller. Die ist in der Landwirtschaft. So kompliziert. Die ist noch zu jung. Die kann man nicht schaffen. Das war Diplomatie, ne? Ja. Das war hier, das war das da. Gut. Butter bei den Fisch. Rosalinda ist Tierzüchterin und die ist auch gut hier in der Landwirtschaft. Wir haben hier noch einen Vierer im Jagen. Ne, das hier. Das ist schon nicht so gut. Gut, mal gucken, was er jetzt noch machen kann. Genau, wieder zurück. Ist er am Schaffen? Nee. Gut, Dobrovit, mir ist so egal. Du gehst jetzt auf die Jagd. Erledigt, ob du gut oder schlecht bist, ist mir wurscht. Du kommst hier raus, Scheune weg. Der versteckt sich die ganze Zeit hier, der Junge. Genau, Jagdhütte kann ich 4 einstellen, das passt. Gut, Scheune.
und Dienstleistung, Lager, Lager, Lager. Hier. Scheune, Doppel mit raus. Und dann Zugfrieda raus. Holen wir die Zugfrieda raus und setzen die Zugfrieda in die Zugfrieda ganz unten. Auf die, ja, das geht noch so einigermaßen. Der ist nicht so gut. Ja, gut, aber sonst hat sie nichts zu tun. So, ist jetzt Jägerin und fertig. Ja, gucken wir, dass wir ein bisschen weniger Leid, weniger von dem brauchen. Und vielleicht ein bisschen mehr vom Fleisch. Und Federn brauchen wir auch nicht. Komm, machen wir Federn dazu, da passt das schon. So, und damit müsste das erledigt sein. Okay, haben wir noch was im Rucksack drin? Ja, wir haben den Dünger drin. Dung und Dünger. Die Beere können wir gleich essen. Haferkorn. Ah, da wollten wir noch Tierfutter herstellen, haben wir ja gemacht. So. Bocken wieder rüber. Haferkorn haben wir noch 12. Warte mal. Hat er vielleicht wegen mangelndem Stroh was gemacht? Lachshalm haben wir auch noch einige. Aber warum, die sind hergestellt? Wolle noch 24. Schauen wir nochmal beim Stroh. Wir brauchen noch Tierfutter. Bringt uns mal in die Welt, aber besser als gar nichts. So, Tierfutter. Bockenkorn fehlt noch. Na toll. Kommen. Der Bube hat mich ausgesperrt. Den gebe ich von wegen Weihnachten. So, auch schon wieder ein Problem. So. Okay, es gibt eine schöne größere Anzahl Tierfutter. Und damit müsste das Problem gelöst sein. Genau. Tierfutter, bis der Hafer fertig ist, passt das Ganze. Wir sind genial. Hat der Bub nicht ausgesperrt? Wilhelm, du Böser. So, Hammer. Und weg. Mal schauen, wie der Esel, wie groß der schon geworden ist. Ne? So. Gleich essen, Roggenkorn rüber und die Beere essen wir nachher nach Name und den Stock rüber und das Stroh rüber und das Tierfutter. So, damit ist das mal erledigt und mal gucken, was wir jetzt noch anstelle hier. So, mein Freund, bleib mal stehen. Wo finde ich eigentlich Bauernhoftiere? Genau. Ich würde gerne ein paar Ziegen holen. Ziegen oder? Ziegen. Hühner haben wir, Gänse haben wir, Schweine haben wir. Schafe geben Wolle. Ziegen geben Milch. Clever, ne? Wo finde ich die Bauernhoftiere? Schafe. Ich hätte gerne Schafe. In Baran, ja, man beachtet. Mach's gut, mal endlich wieder Baranika. Wir kaufen Schafe. So, und das zweite Eselchen. Hallo, ja, da bist du. Du darfst auch mal fahren. Genau. So. Mal schauen, was da drin ist. Nichts. Gut, alles gut. Immer nach Baraniger fahren, da können wir ein bisschen was verkaufen. So, was kann man verkaufen? Dünger. Guck mal, der Dünger ist schon ein bisschen weniger geworden, ne? Okay, lass uns mal gucken, was wir verkaufen können. Flachshalme? Nein. Döffel verkaufen wir auch nicht. Holzschalen. Okay, verkaufen wir mal so 100 Stück, ne? Genau. 100 Holzschalen weg. Dann Hopfen können wir auch ein bisschen was verkaufen, so ein bisschen. Wir können noch nichts herstellen. Die Pirolen können wir ein bisschen was verkaufen. So, was haben wir noch? Die Gürteltasche, die bringt Geld. Weidenkörper.
was haben wir noch so schönes Profil da ist? Leder, da können wir was herstellen. Leinsamen können wir auch ein bisschen was verkaufen. Ja, sieht gut aus, würde ich mal schon fast sagen. Hier ist wieder Geld drin. Ach, dann packen die die Einnahmen aus dem Verkauf, packen die da rein, okay? Rockenkorn, bekommen wir auch mal ein bisschen was. Schöpfkeller, alle weg. So, 29. Schuhe. So, Steinpfeile. Ach du grüne Neune. Das gibt Geld. Was haben wir noch? Zornkirsche. Ton haben wir schon wieder ein bisschen was. Das verkaufen wir nicht. Weizenkorn auch nicht. Wir übersehen ja den Göffel, die Holzlöffel. Und die Münzen verkaufen wir natürlich auch nicht. Kommen die auch noch weg. Okay, die 2 noch davon. Und den Weidenkorb behalten wir mal kurz. So, jetzt haben wir hier schon ziemlich übervoll. Das lasse ich jetzt mal. Bretter haben wir gut. Wie sieht es mit Holzstämmen aus? Holzstamm 62. Okay, das wird dann mal was dann mal, ne? Okay, dann mal schauen, was wir in der Essensabteilungsding da noch haben. Essensabteilungsding. So, Fleisch müssen wir mal mitmachen. Gebratenes Fleisch kann man auch noch ein bisschen verkaufen. So viel würde ich schon sagen, nö, ne? Ja, das ist okay. Der Esel muss nicht immer voll sein mit irgendwelchem Zeug. Aber wir müssen jetzt mal was gucken. Wir haben ein Problem mal wieder. Mal was Neues hier in der Tierhaltung. Da haben wir niemanden. Produktion, da haben wir ein Problem mit der Schmiede. Schmiede soll Steinpfeile herstellen. Wir machen keine Stöcke. Mal zu erwarten. So, in der Werkstatt haben wir das gleiche Problem. Genau. Keine Stöcke. Das heißt, lass ein paar. Ja, kommt auch mal eh so viel. Lass uns den Rest mit Eimer auffüllen. Lass mal gerade mal ein paar Personen jetzt nochmal gucken. Wir brauchen jemanden im Fersch, ne? Wir hatten noch keinen Beruf. Jäger Herr Zielfrieder. Den mag nicht so ganz, ne? Okay, Mädchen, dann kommst du zur Jagd mit raus. Entferne mal. Nix. Und du kommst dann in den Fleisch rein. Da ist ja schon jemand drin. Wo kann ich ihn noch hinsetzen? Hier in die Jagdhütte war sie schon. Da wollte sie nicht. Dann gucken wir sie wieder in die Scheune. Gut, dann bekommt sie den Job als Scheunenknecht. Halt ich. Du müsstest bessere Laune bekommen. So, und hier oben ist weg. Wunderschön. Esel! Wir reiten nach Branica. Genau. Esel reiten. Also wissen wir, dass sie das Geld in den Wagen da reinlegen. Das ist schon mal gut. Also in das Lager reinlegen. Da wo sonst eigentlich. Genau. Gar nicht schlecht. Wobei wir jetzt etwas machen werden. In der Verwaltung fällt mir noch was an, die Holzdinger da. In der Produktion war das gewesen. Nee, dann war es hier oben. Wo haben wir die Holzhüttergewinnung? Im Holzschuppen stellen wir mal ein bisschen um, dass sie mehr auf Stöcke gehen. Genau, Brennholz haben wir genug, Bretter brauchen wir im Moment keine mehr. Okay, lassen wir auf 10, dann machen wir mal ein bisschen Brennholz ein bisschen runter. Auf 10% und der Rest alles Stücke. Weil das haben wir wirklich einen Bedarf im Moment. Irgendwann muss ich das mal einpendeln, würde ich sagen. Genau, so. Dann lass uns mal schön gemütlich nach
Panika reiten, ne? Ja, was sind wir natürlich auch ganz schön clever, wisst ihr warum? Wir Nasen haben natürlich das Geld vergessen. Ja. Aber okay, dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wir reiten in der nächsten Folge nach Panika. Holen uns die zwei Schafe. Schafe. Eins und noch ein anderes Schaf dazu, männlich-weiblich. Dann können wir so nach und nach in die Wollproduktion gehen. Macht ihr einen großen Sinn? Gut. Willem hat uns ausgesperrt. Ich wär narrisch. Sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut und